Hallo ihr Lieben, so, heute geht's weiter mit Teil 3 der Buchlesung bei Bare Beauty. Ich habe da unterschiedliche Reaktionen jetzt auf meinem Kanal feststellen können. Ich habe auch Abonnenten verloren, man sollte das nicht meinen. Also ich habe durch dieses Buchlesungsprojekt, glaube ich, so 10 Abonnenten verloren, die das anscheinend doof fanden. Naja, ne, es ist alles irgendwie ein Projekt, muss man ausprobieren, kann man ausprobieren und muss natürlich auch mit Rückschlägen rechnen. Habe ich jetzt nicht so gedacht, aber naja, das ist eben so mit den Geschmäckern, die sind verschieden, sei es jetzt in der Einrichtung, beim Schminken, beim Essen, whatever. Ich werde jetzt nochmal so ein paar Lesungen machen, weil es sind ja doch relativ viele Aufrufe für meinen Kanal. Also für meine Kanalgröße, und ich werde sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, schauen wir mal. Das kann ich jetzt nur sagen, schauen wir mal. Man kann nicht immer den Nerv von allen Damen treffen. Und anyway, also wie gesagt, ich hatte jetzt nicht vor, ständig hier bei Bare Beauty vorzulesen, aber einmal die Woche dachte ich schon. Und also das einmal die Woche ich aus dem Roman vorlese und die anderen beiden Tage eben mit Kosmetik-Videos euch beglücke. Also ich dachte mir, dass vielleicht der Samstag ist. Der Samstag ist eigentlich ein ganz guter Tag, um sich entspannter was anzuhören als jetzt dienstags oder donnerstags. Gut, vielleicht lade ich es auch Sonntag hoch, so zusätzlich. Ich weiß es noch nicht, mal sehen. Also fangen wir mal an. Beginnen wir mit Teil 3, Tom und Jenny. Ich habe jetzt mal den Wecker gestellt auf eine Viertelstunde, und dann kann ich ja immer noch, ich muss ja nicht dann sofort abbrechen, ich kann ja den Satz noch zu Ende lesen oder das Kapitel, und dass wir also nicht mehr als 20 Minuten hier im Programm haben. Also Tom und Jenny. Jenny, 39G, wie viel gut, also in Wirklichkeit 46 Jahre jung. Aus rein gefühlstechnischen Gründen hatte sie an ihrem 40. Geburtstag beschlossen, so zu zählen. Denn jenseits der 40 glich die Geburtstagstorte eher einem Fackelzug. Und außerdem gingen mit zunehmendem Alter Frauen noch ein paar ganz andere Lichter auf. Das freundschaftliche Verhältnis zu ihrem Körper gestaltete sich immer schwieriger und ging allmählich den Bach runter. Anstatt sich einfach damit abzufinden, grübelte Jenny neuerdings immer öfter darüber nach, wie sie den Verfall ein bisschen aufhalten könnte. Bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten, die sich Jenny boten, dachte sie darüber nach. Ja, selbst jetzt. Genau in diesem Augenblick, als Tom endlich mit lautem Stöhnen auf ihr kam. Neulich hatte sie einen Artikel in einem Star-Magazin gelesen, dass es eine Frau auf dieser Welt gibt, die ihr wertvolles Hinterteil für mehrere Millionen Dollar versichern ließ. Und Jenny kam in den Sinn, was wohl ihr allerwertester Wert sei, während Tom sie heftig in die Kissen drückte. Oh, oh Jenny, das war gut, keuchte er in ihr Ohr. Jenny drehte sich weg von ihm und fing an zu lachen. Sie empfand die soeben durchlebte Situation zu komisch, und Tom fragte etwas verwirrt, sag mal, habe ich eben irgendwas verpasst oder warum lachst du? Nein, Tom, alles gut. Also du wirkst so distanziert. Distanziert? Hinterfragte sie knapp, du bist noch in mir. Er rollte sich zur Seite, Jenny stand auf und wickelte kunstvoll die dünne Bettdecke um ihre Hüften. Tom musste ja nicht so genau sehen, dass auch an ihrem Po der Zahn der Zeit genagt und ihr einige unschöne, leichte Dellen beschert hatte. Es waren zwar nicht die typischen Reiterhosen, die absolut nicht in das Bild des perfekten Körpers passten, aber die ungeliebte Orangenhaut würde früher oder später auch sie nicht verschonen. Orangenhaut, ein Begriff, der erst mit dem Einzug des Schönheitswahns in das Bewusstsein der Frauen eingedrungen ist. Wie ungerecht, denn Rubens hatte seine Frauen mit Dellen und Wellen an den Oberschenkeln gemalt, und dies galt damals zu seiner Zeit als absolutes Schönheitsideal. Offenbar betrachtete man früher die waffelartige Haut an den sogenannten Problemzonen als Normalzustand. Rundungen waren einfach schön und begehrenswert. Ja, sie strahlen auf den Gemälden eine zufriedene Wollust aus, und Jenny konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Frauen im Stillen gelitten und gegen ihre Pfunde rebelliert haben sollten. Heute jedoch, heute soll der Po knackig sein, was immer das heißen mag. Auf keinen Fall birnenförmig oder wassermelonenartig. Am besten hübsch gerundet, wie ein Pfirsich, einschließlich samtener Haut. Aus eigener Erfahrung wusste Jenny, wie Millionen anderer Frauen, dass die gewünschte knackige Rundlichkeit dem Gesetz der Schwerkraft unterworfen war.
Dabei spielte die Größe absolut keine Rolle, wie schnell der Po ins Hängen kam. Es war eben alles eine Frage der Hormone. Senkt sich der Östrogenspiegel, geht es nur noch bergab. Jenny setzte sich auf die Bettkante und sah ihren Mann an. Tom stützte sich mit einem Arm auf. Wie war das Shooting? Hat es dir Spaß gemacht? Oh ja, es hat mir schon Spaß gemacht. War richtig toll. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit, was aus uns Frauen gemacht wird. Was meinst du damit? Also ganz einfach. Ich meine, dass das, was wir in der Werbung sehen, einfach nicht echt ist. Wir werden doch im Grunde genommen total verarscht. Und deshalb hast du vorhin gelacht. Jenny zierte sich und sagte dann schließlich, nein, nicht deshalb. Na komm schon, worüber hast du gelacht? Drämmelte Tom weiter. Also, als du auf mir gelegen hast, habe ich über Zellulite nachgedacht. Ein Begriff, so empfand ihn Jenny, der heutzutage eher wie eine Krankheit gehandhabt wurde, obwohl er eine rein erfundene Krankheit ist, die gedellte Plage, welche in leichten Fällen einer Orange ähnelt, in schweren Fällen jedoch eher an Hüttenkäse bzw. eine abgesteppte Matratze erinnert. Das ist doch nicht dein Ernst. Das glaube ich jetzt nicht, entrüstete sich Tom. Jenny zuckte mit den Schultern. Also er schnappte kurz nach Luft. Also während ich versuche, dich glücklich zu machen, bist du mit deinen Gedanken sonst wo, er sah sie an. Du denkst dabei an Zellulite? Nicht zu fassen. Dabei schüttelte er seinen Kopf. Naja, heute schon. Du bist ein Mann und wirst das nie verstehen, äußerte sich Jenny ziemlich gelassen auf seinen Vorwurf hin. Was werde ich nie verstehen? Also, dass eine Frau während des Beischlafs im Geiste ganze Doktorarbeiten schreiben oder über ein tolles Outfit nachdenken kann. Und was heißt hier eigentlich mich glücklich machen, startete sie die Gegenattacke. Seien wir doch mal ehrlich, Tom, ja? Also im Grunde genommen hast du dich glücklich gemacht. Wann hast du mich das letzte Mal gefragt, ob ich glücklich mit dir bin? Sie sah ihren Mann fragend an. Im Bett zum Beispiel. Also jetzt warf er sich genervt in die Kissen zurück. Jenny erhob sich, ließ die Decke fallen, drehte ihren Körper so, dass sie ihren Po im Spiegel begutachten konnte und stand nackt vor ihrem Mann. Ein Umstand, den es so schon lange nicht mehr gegeben hatte. Aber jetzt war ihr alles Schnuppe. Er sollte sie ruhig sehen, so wie Gott sie schuf. Sie nahm die Haut zwischen die Finger und schnippte sie zurück. Sieh her, Tom, guck mal, guck dir meinen Po an. Na, was ist damit? Zellulite im ersten Stadium, das heißt, es ist noch nicht ganz so schlimm, beruhigte sie sich selbst und dachte kurz daran, wie viel Geld sie jährlich in remodellierende Körperlotion sie investierte. Denn auch Jenny verfiel den in der Werbung angepriesenen ultimativen Wundermitteln, angefangen von einfachen Kräutermixturen bis hin zu hochkomplizierten Wirkstoffen, die im Endeffekt lediglich das Hautbild oberflächlich verbesserten, statt das Übel an der Wurzel zu packen und zu beseitigen. Also nichts wird im Alter besser, redete sie weiter wie aufgezogen. Die Haut wird schlaff, die Nägel brüchig, das Zahnfleisch bildet sich zurück, die Haare werden dünner. Und doch soll uns durch geschickte Manipulationen Glauben gemacht werden, dass es für alles ein Gegenmittel gibt, selbst gegen den natürlichen Alterungsprozess. Und hier beginnt doch das Dilemma. Tom sah sie entgeistert an und verstand offenbar überhaupt nicht, worum es im Moment ging. Wie sollte er? Auch Männer ticken ja ganz anders. Wie heißt es doch so schön, Frauen kommen von der Venus und Männer vom Mars. Schließlich äußerte er sich doch, also Jenny, also wenn du mich fragst, ja, ich finde, du hast dich für dein Alter ganz gut gehalten. Guck dir mal andere an, du hast gute Gene. Jetzt verschlug es Jenny für einen kurzen Moment die Sprache. Tom hatte doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. So, meinte sie doch etwas schnippisch. Ich habe also gute Gene, also ganz ehrlich, da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Du meinst wohl eher, ich bin noch ganz rüstig, hä? Ob Jenny nun wollte oder nicht, dieser verdammte Jugendwahn, den die Massenmedien geradezu zelebrierten, zwang sie indirekt irgendwie schon mit den jungen Lolitas in Konkurrenz zu treten. Zumal Tom in einer Branche arbeitete, wo er täglich mit Schönheit, Jugend und Perfektion konfrontiert wurde. Und Jenny fühlte sich immer mehr als Aschenputtel. Tom wollte die Diskussion beenden und sagte, ach, jetzt komm mal her. Jenny dachte nicht im Traum daran und kriegte sich auf einmal überhaupt nicht mehr ein. Leicht hysterisch setzte sie zum Monolog an. Bei euch Männern ist das selbstverständlich anders. Ihr werdet im Alter immer interessanter. Erfolg macht euch sexy. Selbst ein Grottenäul mit Glatze und Wohlstandsbauch kann bei einem jungen Ding noch punkten. Aber wehe, eine Frau gerät in Versuchung, sich einen jungen Knackarsch an Land zu ziehen, dann schreit die Öffentlichkeit, dass das ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Entweder hält sie ihn aus oder der Jüngling ist ein Ödipussy. Kannst du dir vorstellen, dass sich ein Mann auch in eine Frau mit weniger Spannkraft am Arsch verlieben kann? Jenny straffte ihren Rücken und schämte sich. Wie konnte sie nur so furienhaft sein? Das passte doch überhaupt nicht zu ihr. Diese ganze Aktion diente nur dem einen Zweck, ihrem Frust Luft zu verschaffen. Das musste mal raus. Der Zeitpunkt war vielleicht nicht der richtige, aber wann ist ja das schon? Das eheliche Kriegsbeil war ausgegraben und sie sah ihren Tom herausfordernd an.
Also Jenny, was redest denn du für einen Schwachsinn? Also wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man meinen, ich sitze hier bei Britt am Mittag. Nee, du sitzt nicht bei Britt. Du sitzt hier in unserem Ehebett. Ach komm schon, versuchte Tom das Thema zu wechseln. Versteh doch, ich möchte einfach in Würde altern dürfen. Ich will nicht ständig darüber nachdenken müssen, ob du mich noch attraktiv genug findest. Jenny dachte an diese Yvette aus diesem Zähneladen, wie die so lax über das betrogene alte Anhängsel dahergeredet hatte und meinte zu Tom, sie kann es nicht. Was kann wer nicht? Naja, also Frauen können nicht in Würde altern. Wir müssen uns ständig anstrengen, damit wir überhaupt noch wahrgenommen werden. Besonders wenn man mal schön war, wird man immer daran gemessen. Also Jenny, du bist noch schön. Hör auf, dich verrückt zu machen. Tom, es geht nicht nur um Schönheit, es geht um mein Leben. Du hast dich weiterentwickeln können und ich habe die Arschkarte. Ihre Blicke trafen sich. Er sagte, naja, wir waren uns doch mal einig. Ich mache Karriere, verdiene die Kohle und du kümmerst dich um die Familie. Ich dachte, dass du mit deiner Rolle glücklich warst. Ja, das war ich ja auch. Und ich würde es immer wieder so wollen, gab sie kleinlaut zu. Naja, und was ist dann dein Problem? Das ist ganz einfach, ich werde nicht mehr gebraucht. Marie ist erwachsen und ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich die Kurve kriegen soll. Das musst du doch nicht. Ich brauche dich, Jenny, sagte er, doch ziemlich liebevoll. Naja, aber das reicht mir nicht mehr. Wie, das reicht dir nicht mehr, fragte er nur doch etwas einfältig. Ich möchte auch Karriere machen. Er verzog sein Gesicht. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Jenny, aber was? Also, du bist keine 20 mehr. Ach, wie konnte ich das vergessen? Fasste sie sich dabei kurz an die Stirn. Wie gut, dass du mich daran erinnerst. Nein, jetzt mal im Ernst. Wenn man es mit Mitte 40 noch mal rocken will, erntet man doch nur ein mitleidiges Lächeln, da schon längst diese anderen jungen, dynamischen Dinger mit riesigen Brüsten in den Startlöchern stehen. Jetzt kam es Jenny so vor, als ob er ihr auch dieses besagt mitleidige Lächeln schenkte. Das brauchte sie nun wirklich nicht, also nicht von ihrem Mann. Soll ich dir sagen, was bleibt? Sag's mir, ein Minijob. Und vor lauter Frust frisst man sich Funde an. Glaub mir, das Problem habe ich nicht allein. Ja, mag sein, aber du bist weder fett, noch musst du hier versauern. Du hast doch deine Kunst und du malst tolle Bilder, hattest dieses Fotoshooting. Mensch, wer weiß, was sich sonst noch so alles ergibt. Tom, es füllt mich nicht mehr aus, alleine vor der Leinwand zu stehen und Bilder zu malen, die eh keiner sieht. Durch dieses Shooting ist mir klar geworden, wie sehr ich die Arbeit vermisse. Ich möchte wieder als Fotografin arbeiten, verstehst du? Sorry, also ich dachte nicht, dass du jetzt auf diesem Selbstverwirklichungstrip bist. Jenny sah Tom wütend an. Für ihn war es also ein Trip. Also verstehe mich nicht falsch, aber was wird denn aus mir? Bohrte er weiter wie ein ningelndes kleines Kind. Also du bist ein erwachsener Mann und kannst dir selbst verstehen. Ja, ich meine ja nur, quengelte er weiter. Du weißt, dass ich viel unterwegs bin und wenn du dann auch noch dein Ding machst, geht hier alles drunter und drüber. Ich brauche meine Oase. Also hör mal, Tom. Jahrelang warst du der Mittelpunkt meines Universums. Alles drehte sich um dich. Deine Probleme, deine Befindlichkeiten. Immer nur du, dein, dein, dein. Ich habe auch noch Träume und Bedürfnisse. Jetzt bin ich dran. Und wie soll das aussehen? Das weiß ich noch nicht. Allerdings ist mir klar geworden, dass Träume, die ich mal hatte, nach und nach zerplatzt sind. Nein. So geht das nicht weiter. Also ich weiß wirklich nicht, was das hier alles soll, reagierte Tom zusehends schärfer. Ich dachte, du hattest einen interessanten Tag gehabt. Stattdessen reden wir über deine Selbstverwirklichung und dieses ganze Zellulite in Würde altern Gequatsche. Entschuldige, Schatz, das geht mir jetzt echt zu weit. Siehst du, so ist es immer. Wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du dich unterhalten. Ja schon, ich dachte allerdings nicht, dass unsere Unterhaltung so ausufert. Sag doch, dass ich dich nerve und du deine Ruhe haben willst. Alles soll so bleiben, wie es ist. Du machst dein Ding und ich kann sehen, wo ich bleibe. So ist es doch, oder? Komm schon, Schatz, lass uns schlafen. Ich bin müde, das wird schon alles. Nochmal zum Mitschreiben, Tom. Mir geht's zum Kotzen und du willst schlafen, fasste Jenny kurz zusammen. Tom stand auf und lief im Zimmer auf und ab. Können wir nicht ein andermal darüber reden? Klar, wie immer. Entweder glänzt du durch Abwesenheit oder du machst völlig zu und ich bin draußen. Füreinander absolut kein Verständnis aufbringend, sahen sie sich stumm wie zwei Fische eine Weile lang an, bis sie schließlich sagte, Tom, ich liebe dich wirklich, aber du bist einfach unfähig, das Richtige zu sagen. Jenny warf ihm noch einen traurigen Blick zu und ging ins Bad. Er versteht mich einfach nicht, dachte sie. Es ging nicht nur um ihre schwindende Jugend und Attraktivität oder die Angst darum, ob Tom sie noch
nach all den Jahren anziehend fand. Es war viel schlimmer. Jenny fühlte sich leer, abgenutzt und verbraucht. Rückblickend hatte sie ihre besten Jahre als vorbildliche Mutter, Haus- und Putzfrau, charmante Gastgeberin, versierte Gesprächspartnerin, in allen Lebenslagen tröstend und verstehend ihrer kleinen Familie geschenkt. Sie war immer so eine, das mache ich doch alles mit Linksfrau. Ihren eigenen Aufwand um alles immer herunterspielend, redete sich Jenny selber klein und schließlich wurde so alles zur Normalität. Sie wollte perfekt sein, mühelos alles erledigen, denn nur so fühlte sie sich nicht als Loser. Irgendwo musste sie doch richtig gut sein. Derzeit befand sich die gute Jenny in einer gefühlten Sackgasse und fragte sich, wie sie jemals ohne Depression wieder herauskommen sollte. Verkniffen schaute sie in den Spiegel. Diese Badezimmerbeleuchtung ist wirklich das Letzte, dachte sie. Man sah einfach nur scheiße aus und ihre Fältchen erfreuten sich bester Gesundheit. Prüfend lehnte sie sich näher an den Spiegel heran. Großer Gott, dachte sie, es kommt der Moment bei jeder Frau, egal wie sie heißt, egal ob Promi oder nicht, es kommt der Moment, in dem sie erkennt, verdammt, jetzt bin ich nicht mehr jung. So, ihr Lieben, es ist doch wahnsinnig schnell, geht so eine Viertelstunde um, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ich komme ein bisschen weiter. So, ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen auf die dritte Lesung ausfallen. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid gut zu euch und bis bald. Ciao.